Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier einen kleinen Cut gemacht, weil wir dem Mädchen geholfen haben, was eigentlich jetzt da gestanden hatte. Und die ist jetzt allerdings weg. Ich sehe übrigens gerade was anderes. Was ist denn das hier? Soll das ein Dementor sein? Aber die haben doch normalerweise nicht diese Stäbe in den Händen. Sieht aber schon cool aus. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen dunkler gestellt. Ich weiß nicht, ob das nicht zu dunkel ist hier in den Innenräumen, weil das doch Ticken immer braucht, bis der nachgeladen hat, wenn man sich dreht. Aber ich versuche es jetzt einfach mal so, wie es gerade ist. So, dann müssen wir natürlich irgendwie noch den Reparo lernen. Die Frage ist jetzt nur, müssen wir dafür irgendetwas machen? Nutzen? Oh! Das ist mal cool. Okay. Na gut. Rechts ist wieder so. Nee, stimmt gar nicht. Rechts ist was zum Interagieren. Hallo Lenora. Was siehst du dir da an? Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte ja zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Ja, Lumos. Wir können ja mal gucken. Ah. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ja, aber was sehen wir denn da jetzt genau? Wir sehen eine Treppe, wo oben eine Statue ist und unten etwas Dunkles. Treppe. Ups, ich wollte eigentlich den Lumos ausmachen. Ah, Moment. Moment. Nein. Wir haben eine Seite. Eine Treppe, wo... war das die Treppe? Und unten was Dunkles? Ich bin mir nicht sicher. Revelio. Da unten ist auch was Blaues. Aber da kommen wir wieder nicht hin, so wie es aussieht. Ja, natürlich. Okay. Nein, das war's falsch. Der will mich zu irgendwas hinführen. Okay, noch eine Seite haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, der will mich... Moment, das war hier die... Hier die Treppe, ne? Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Revelio. Das weiß ich noch nicht. Aber... Du sollst es doch auswählen. Hallo. Levioso. Accio. Revelio. Ja, das ist schön, dass die immer weiter nach vorne geht, aber kann die damit nichts machen? Guck mal eben, hier können wir noch eins freischalten. Revelio, erweitert den Horizont. Das nächste Mal schreibe ich meine Zaubertrankideen lieber direkt auf. Also, ich würde jetzt sagen, dass das irgendwas mit diesen Schmetterlingen zu tun hat, weil das muss doch da unten. Aber wieso kann ich den nicht anvisieren? Das verstehe ich nicht. Ich meine, da steht ja auch, ich soll mich hier hinstellen. Oder muss ich mich hier hinstellen? Revelio.
Okay, so geht's natürlich auch. Das war nicht das, was ich gesucht habe, aber okay. Statue von Gregor der Kriecher. Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Kriecher dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde, wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Okay. Aber das bringt mich immer noch nicht weiter. Wieso kann ich den nicht anvisieren? Das verstehe ich nicht. Der ist doch blau. Oder ich habe natürlich den Zauber da vielleicht eventuell nicht für. Das kann auch sein. Das ganze Gemälde, also das ganze Wandbild da oben, es bewegt sich. Also ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass ich wahrscheinlich nicht den Zauber dafür habe. Deswegen sollte ich das vielleicht jetzt erstmal noch ad acta legen. Ach, ich bin immer auf dem Falschen am Klicken. Linke Taste, merk es dir doch endlich mal. So, Moment. Dann verfolgen wir weiter den Hauptauftrag, würde ich sagen, erstmal. Dafür sollen wir jetzt erstmal wieder hochgehen. Genau, hier waren wir ja eigentlich auf dem Weg. Und dann hier unten links durch, so wie es aussieht. Aber da rechts scheint auch noch eine Tür zu sein. Achso, das ist wieder dahinter. Ja, ja, ja. Okay, links ist aber auch noch eine Truhe. Kommen wir da rein? Cool. Blaue Schlafmütze. So, dann müssen wir hier runter. Okay, alles gut. Was ist das denn für einer? Aber der bewegt sich nicht. Ach, Hallöchen. Ich weiß immer noch nicht, wie unser Hausgeist heißt, nebenbei bemerkt. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ja, warum führst du mich denn dann hier hin? Oh, dein Ernst jetzt? Moment, steht da denn irgendwas bei Aufträgen? Besuche Hogsmeade, sammle Vorräte. Ja, das können wir ja noch nicht machen. Willkommen in Hogsmeade. Achso, das ist das ja. Reparo, sammle das fliegende... Achso, das fliegende Blatt in der Nähe der Statue ein. Das war draußen auf der Karte finden, genau. Kann ich... Ja, ich kann mir aber kein Ziel machen. Aber normalerweise müsste der jetzt das Ganze aktualisieren, oder? Vielleicht mache ich das später mal. Okay, er hat es zumindest aktualisiert. Also müssen wir dann nochmal zurück. Wir waren ja schon mal draußen. Glaubst du, dass Blacks Kinder genauso... Das war eine Katze da drin. Ich dachte zuerst, das wäre ein Dachs. So passend zu Hufflepuff oder so. Aber doch nicht. Okay. Naja gut, dann gehen wir auf jeden Fall wieder nach draußen, wo wir ja schon in der letzten Folge eigentlich waren. Ist aber blöd, dass der mich dann direkt dahin führt, wenn ich da gar nichts machen kann. Das hätte man jetzt ein bisschen schicker lösen können. Aber okay. Ich meine, mit ein bisschen Fleiß und Grübelei findet man das ja auch raus. Hier bin Deswegen ich richtig. Sind wir ja bei Hufflepuff, ne? Wo ist nun die fliegende Seite? Ja, wo ist die fliegende Seite? Ist sie vielleicht irgendwo im Wasser oder Rebellion. So? Oder hatte ich das Rätsel... Doch, das hatte ich doch gelöst hier links. Ist jetzt ein Springbrunnen. Frage ist, kann die Seite vielleicht auch über mir sein? Ach, da ist sie doch, oder? Ja, perfekt. Nee. Doch, kehre zu Professor Ronen zurück. Ach so, ich dachte, weil er jetzt was von 4 stand, dass es doch eine andere ist. Haha. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. So, ah,
gerade erst gesehen, dass da jetzt andere Sachen stehen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das falsch drücke? Wenn ich jetzt nicht mitbekommen hätte, dass da X stand. Aber was ich sehr geil finde, dass man das tatsächlich nur einmal machen muss und danach dann immer diese Shortcuts hat. Also das finde ich richtig, richtig klasse gemacht. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Okay. Die Frage ist jetzt... Die muss ich jetzt nochmal neu annehmen, oder? Weil der das jetzt nicht automatisch anzeigt, wo ich darum gehen soll. Gehen wir da vorsichtshalber nochmal rein. Nee, das ist jetzt wieder... Was ist das denn? Ausgang? Triff Natti. Ja, können wir das mit Natti denn schon machen oder können wir das noch nicht machen? Das ist jetzt die Frage. Und welchen Brunnen? Weil den einzigen Brunnen, den ich kenne, das ist jetzt der hier, so spontan. Wir sind auch an den anderen Brunnen mal vorbeigekommen, das ist richtig, aber fragt mich doch jetzt. Ach so, Moment. Oder meint ihr hier vorne die. Ah, ja. Okay, ich sag gar nichts mehr. Reparo. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Okay, ich hoffe, das war jetzt kein Mensch, der so Medusa-mäßig. Das sind Origami, ja, Schwäne oder sowas. Aber normalerweise müsste ich doch jetzt weitermachen können, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, ich würde jetzt sagen, triff Natti, weil da jetzt auch das Symbol nicht mehr dran ist, dass das zu ist, also dass das nicht geht. Das würde jetzt einfach nochmal wieder hinlaufen und nochmal testen, ob wir da jetzt weiterkommen. So... Aber das ist schon cool. Ich meine, ich kenne es ja von Harry Potter schon. Also von den Vorgängerspielen, die jetzt nicht Hogwarts waren, sozusagen. Dass man dann viel einsammeln kann im Schloss. Aber das haben sie schon echt gut gemacht, finde ich. Also das ist schon ziemlich cool. Warum geht die Tür jetzt zu, wenn ich komme? Die muss aufgehen, wenn ich komme, nicht zugehen. So, Natti, kannst du mir jetzt helfen? Hallo, suchst du nach mir? Ja. Natti. Hoffentlich hast du nicht lange gewartet. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Hallo, ich bin in der 5. Klasse. Naja gut, ich meine Butterbier. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Hm. Naja, es ist doch irgendwie ein Wahlfach, ne? Nur nicht das eigene, die eigene zu Wahl. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Was war das denn? Wie geil!
Ich würde ja gerne sagen, sowas brauche ich auch, aber ich glaube, wenn ich das den ganzen Tag hören würde, ich würde bekloppt werden. Und mein Freund ja sowieso. Der wird mich rausjagen, wenn ich sowas mit sowas ankommen würde. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald. Wo? Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja auch ein Tier bekommen, als ich... Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Da müssen wir jetzt aber lange laufen. Ich habe doch ein Reittier. Wenn es mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du ja ziemlich neu bist. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. So ein Testral habe ich übrigens. Oh, können wir die auch mal nehmen? Cool. Giftige Pilze. Okay, die sind vielleicht nicht so cool, aber werden wir sicher noch brauchen. Ihr wisst ja, ich sammle mal alles ein, was ich kann. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Groß. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelegt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Mondstein. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Kann man eigentlich auch vom Rücken des Reittieres auszaubern? Das wäre mal richtig geil, weil dann könnte man natürlich mit einer größeren Geschwindigkeit laufen. Aber gleichzeitig er ist der Hausmeister von Hogwarts. Auch die Sachen einsammeln. Entschuldige, Natti, ich habe dich unterbrochen. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Hi. Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ja, viel Glück. Ich schick mal einfach die Schüler raus. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Ach hier. Das ist cool. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Ja, klar. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Also ich fand bisher alle echt nett, denen ich so begegnet bin. Deswegen kein Thema. Und da wären wir. Kitty. Und? Wo sollen wir anfangen? Bei der Katze. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Sieht auf jeden Fall sehr schön altertümlich aus. Aber schön gemütlich auf jeden Fall. Hat auch irgendwie so optisch ein bisschen was vom Hobbit, finde ich, so von den Strukturen her. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Einen Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenpunkte, Läden und andere interessanten Dinge, die du mithilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst.
Drücke ich jetzt das Richtige? Okay, ausnahmsweise schon. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden, Getränke, keine Ahnung, was das andere alles ist, und Interessenpunkte an. Interessenpunkte, okay. Du kannst sie verfolgen. Ich schau mal eben nach. Ach so, Scherzartikelladen. Okay, also das sind normale Läden, die anzeigen, aber die jetzt nicht zu den Sachen gehören, wo wir hin müssen, nehme ich mal an. Weil das, was hüpft, ist ja das, wo wir hin müssen. Okay. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und A drückst. Drücke, um die Karte von Hogsmeade zu verlassen. Ja, ich würde jetzt mal ganz gemein sein. Ich klicke das jetzt mal an. Und würde sagen, weil das jetzt doch scheint, als ob das noch eine ganze Weile hier dauern könnte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange gehen wird. Dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann die nächste Folge, ich weiß nicht, ob komplett, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, aber die nächste Folge dann dazu verwenden werden, uns hier mal so richtig intensiv umzuschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.